Heimsiege gegen die Bayern sind immer etwas ganz Besonderes. Der BVB durfte das zum Glück schon häufiger erleben. Wir blicken zurück auf die schönsten Erfolge gegen den Rekordmeister vor heimischem Publikum. Die Erinnerungen sind frisch und sie werden lange bleiben. Was für ein Spiel, was für eine Dramatik. Zweimal in Rückstand, zweimal zurückgekommen und dann die 73. Minute. Siegtreffer durch Paco Alcácer, der schwarz-gelbe Jubel kennt keine Grenzen. Viel deutlicher der Heimsieg 51 Jahre zuvor. Mit 4:0 wird der FCB wieder gen Süden geschickt. Bis heute der höchste schwarz-gelbe Bundesligasieg gegen die Bayern überhaupt. Lothar Emmerich trifft doppelt und holt sich dadurch am letzten Spieltag die Torjägerkanone. Spätestens bei dieser Partie erleben die Fans in Dortmund, dass diese junge Mannschaft nicht zu stoppen ist. Innerhalb von wenigen Minuten entscheidet Schwarz-Gelb das Spiel. Es ist der Beginn einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Der BVB für die kommenden beiden Jahre die Nummer 1 in Deutschland. Auch in der Meistersaison 95-96 der Heimsieg gegen die Bayern ein Meilenstein auf dem Weg zum Titel. Mit zwei Traumtoren, die den Unterschied ausmachen. Erst hämmert Ruben Sosa den Ball ins Tor. Und Michael Zorc nimmt sich dann den anderen Winkel vor. Showdown am 30. Spieltag. Der erste empfängt den zweiten. 3 Punkte Unterschied. Ein Duell auf Messers Schneide. Dann schlägt der BVB zu. Die Entscheidung noch nicht. 86. Minute. Elfmeter für Bayern. Doch Roman Weidenfeller hält. Die Entscheidung in der Meisterschaft.